Italien hat erneut einen Höchstwert bei den täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Binnen 24 Stunden registrierten die Behörden knapp 41.000 Corona-Fälle, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Dennoch gebe es Zeichen der Hoffnung. Der Reproduktionswert sei von 1,7 auf 1,4 gesunken. Besorgniserregend bleibe jedoch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern. Wenn die Kurve weiter so ansteigt, gerät die Zahl der Patienten außer Kontrolle, bestätigt dieser Intensivmediziner in Neapel. Wir sind einem hohen Stress ausgesetzt, arbeiten ohne Pause und schauen nicht mehr auf die Arbeitszeiten. Das Gute an diesem Krankenhaus ist, dass wir noch nie in der langjährigen Geschichte Patienten abgewiesen haben. Spanien, das an diesem Freitag mehr als 21.000 Neuinfektionen und 308 Todesfälle registrierte, hat saftige Geldbußen für Einreisende ohne PCR-Test ab dem 23. November angekündigt. Verstöße sollen mit bis zu 6.000 Euro geahndet werden. Die Vorschrift gilt für alle Besucher, die über einen Flughafen oder Hafen einreisen. Eine Quarantänepflicht für Besucher gibt es in Spanien aber weiterhin nicht. Mehr als 27.000 Neuinfektionen und 376 Todesfälle registrierten die Gesundheitsbehörden in Großbritannien. Dort wurde die Corona-Lage an diesem Freitag vor allem von politischen Turbulenzen überschattet. Zwei der wichtigsten Vertrauten des britischen Premier Boris Johnson nahmen ihren Hut. Kommunikationschef Lee Kane und Politikstratege Dominic Cummings. In Frankreich bestätigt sich eine vorsichtige Entschärfung infolge des Teil-Lockdowns. Dennoch bleibt die Zahl der Intensivpatienten besorgniserregend. Mehr als 30.000 Menschen mit Covid-19 befinden sich derzeit im Krankenhaus, ein Niveau, das mit dem Höhepunkt der ersten Welle vergleichbar ist.